Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ihr seht schon, hier fliegt unsere kleine Rakete. Beziehungsweise unser kleiner Lander. Und der hat leider keine RCS-Steuerung. Also der hat nur RCS-Steuerung, scheiße. Da war was. Der hat kein SRS verbaut. Da war was. Ich habe da was gemacht. Wir müssen jetzt zu unserem Osmo Alpha Centauri 2 fliegen. Schauen, dass wir da hinkommen. Warum darf ich das Ding Frühkontaktmanöver hinzufügen? Wir tun mal das schon hier als Zielsetzen hinzufügen. Wir sind viel zu schnell für das Teil. So. Jetzt müssen wir hier einmal kurz alles ein bisschen anpassen. Dass wir auch ja genau rankommen. Perfekt, so wollen wir das. Perfekt. So, wir hoffen jetzt 13 Sekunden Schubzeit, 11 Minuten brauchen wir bis zum Punkt hin, also bewegen wir uns mal hier schnell vor. Wir werden heute dort andocken und ich werde dann bis zur nächsten Folge das Raumschiff hier fertig machen und warten auf den Duna-Encounter. Damit wir dann beim nächsten Mal den Flug starten können nach Duna. Was natürlich ja, eine spannende Sache wird. Der zweite Lander wird ein bisschen modifiziert, den ich anstecken werde. Hier wird noch ein zweiter Lander dran kommen. Der wird aber Fallschirm haben. Der wird dann für Duna Landings vorgesehen werden. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und ja, wir werden jetzt kurz RCS aktivieren, damit sich die Rakete ausrichten kann. Wir haben zum Glück genug RCS-Sprit dabei. Zu wenig zu haben, wäre jetzt hier ein bisschen blöd. Ich habe an vieles gedacht. Fallschirme haben die zum Beispiel noch nicht verbaut. Kein gescheites SRS-System, aber was willst du mehr? So, wir starten die Triebwerke hoch. Vorteil ist, durch die Größe braucht das Ding nicht viel. Und es kann einfach benutzt werden. Perfekt, so langsam, vorsichtig. So, jetzt sollten wir auf dem Weg sein dorthin. Genau, 0,3 Entfernung. Wir tun hier vorspulen. Ich tue schon mal auf Ziel wechseln und dass wir uns ein Retrograde zum Ziel ausrichten. Damit wir natürlich einen Encounter haben, müssen wir das machen. Bedeutet, in der nächsten Folge wird dann natürlich auch schon die Crew drauf sein. Wir werden also wirklich nächste Folge nur sozusagen den Start miterleben. Oder den Start des Fluges und dann dorthin fliegen anfangen. Währenddessen wir vielleicht noch ein, zwei andere Missionen machen können. Und die Folge drauf werden wir bei Duna ankommen. Folge 200 dieses Let's Plays. Und wir sind endlich mit Personal dann bei Duna angelangt. Das wäre auf jeden Fall der Plan. Wenn Alpha Centauri V2 jetzt schief läuft, ist wohl unser größter Versuch, dorthin zu kommen, fehlgeschlagen. Außerdem wird eine zweite Rakete auch unterwegs sein. Die werde ich jetzt noch designen nachher, nach dieser Folge. Die nur für Nahrung zuständig ist und ein kleines Habitat drin haben soll. Und dann sozusagen auf Duna landet. Danach soll die ersten Körbels unten landen und halt da unten dann für eine Zeit überleben können. So wäre auf jeden Fall der Plan und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich werde es noch designen, hoffen, dass es relativ gut und einfach funktioniert. Wir werden es sehen. Ich hoffe einfach, dass es so klappt, wie ich es mir vorstelle. Weil wäre nicht cool, wenn nicht, weil, ja.
ich plane da halt doch eine Zeit rum und wäre schön, wenn einfach mal was funktionieren würde. Warum hängt das ganze Spiel einfach gerade? Jetzt hat sich weil wir jetzt in den Counter-Bereich kommen. Wir kommen in den Counter-Bereich. Jetzt merkt man, dass das Lecken anfängt. Alpha Centauri V2 ist halt immer noch eine der, ich würde sagen, übelsten Raketen im Sinne von, dass wir halt absolut viel Schub brauchen. Und wir heute relativ viel noch dazu brauchen. Wo ist denn der? Ich sehe ihn gerade gar nicht. Ich würde mich mal jetzt zielmäßig ausrichten. Ah, ich sehe es. Ganz leicht in Entfernung. Wir beschleunigen auf 50 mal hoch, würde ich sagen. Gegenziel. Das ist halt eine unserer einzigen Länder, glaube ich, die auf wirklich einer Fuel-Basis laufen mit reinem Monopropellant. Weil wenn das Monopropellant ausgeht, haben wir weder Schub noch RCS. Die Triebwerke haben auch keine Limitierung, keine Startlimitierung. Was natürlich recht angenehm macht. Als Ziel setzen. Von hier steuern. Zielmäßig ausrichten. Wir haben gleich genug intern Dings, damit das funktioniert. Solarmodul einfahren. Solarmodul einfahren. Wir suchen jetzt so nah wie möglich dran zu kommen. Und dann mit dem Docking-Manöver sozusagen. Im Grunde will ich hier eigentlich und hier ein Lander anbauen und hier so Refuel-Drop-Offs. Selbstfliegende Tanks, die im Notfall, dass sie nachbetanken können irgendwie. Wie, habe ich noch nicht so ganz im Kopf, aber es wäre halt mein Plan dahinter. So, jetzt ganz vorsichtig. Speed ist reguliert. 3, 2. Ich glaube, das Ziel ist ja schon gesetzt, rein theoretisch, bedeutet. Wir werden jetzt hier
Vorsicht. Jetzt bin ich mittel wieder konzentriert. Das ist halt bei dem Spiel ist echt. So, okay. Obwohl es auch, dass das Ding halt. Falsche Richtung, in die ich auch schiebe, geil. So. Es ist jetzt halt doch nicht so einfach, wenn wir uns das überlegen. Das Einzige, was ich hier machen kann, ist wirklich von oben und nach unten anschließen. Vielleicht tue ich dann nochmal einen kleinen. Irgendwie schon ein kleines SS-Modul zu verbauen. So, jetzt langsam wird's aber. Komm schon. Und wir haben Docking. Wir konnten docken, das ist perfekt. Monotreibstoff müssen wir auf jeden Fall hier nachtanken noch. Das können wir zum Glück über den Frontporten durchführen. Somit haben wir den hier angeschlossen, aber der Minsat, der tut mich jetzt doch ein bisschen hier concernen. Deswegen schauen wir mal an, wo der ist. Binstera, der das hat 0. Ein bestimmter Minsat. Fliegt um Minmus rum. Schauen wir uns doch gleich mal an, was der macht. Minmus. Hier fliegt ein gewisser Minsat rum. Hier. Wechseln zu. Schauen wir uns das Ganze mal an, was da abgeht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ein kleiner Minsat. Bewegen Sie mal auf die Sonnenseite. Ja, Booster K1 Testmission, Alter. Minsat hat noch genug Treibstoff auf jeden Fall. Ah, ich glaube, er hat auch seine Mission erfüllt. Könnte das sein? Das ist eine der älteren Missionen schon. Beziehungsweise er hat halt zu wenig Batterie. Wo habe ich denn die Batterie überhaupt verbaut gehabt? Das ist alles Batterien, das reicht nicht.
Dann würde ich sagen, gehst du auf ein Absturzmanöver. Wir crashen. Bist du dockbar? Andere Frage. Das Ding ist rein theoretisch dockbar. Kann ich das in den Sleep-Modus setzen irgendwie? Das halt nicht mehr reagiert. Das Ding ist auch nicht aktiv, oder? Das ist eine Antenne. Ups. Für was hast du eigentlich zuständig? Guck mal, hier können wir noch Punkte herkriegen. Dann gehst du auf jeden Fall nochmal auf Reise. 15 Minuten, sagt der, ne? Wie viel lang braucht es? 10 Minuten. Danach wird das Ding auf jeden Fall deorbitet, weil eigentlich sollte es die Daten übertragen können. Ah ne, scheiße, mysteriöser Schleimbüttel. Das muss man übertragen. Scheiße, jetzt soll ich Spiel verlassen. Uah, ups. Da müssen wir uns überlegen, was wir mit dem machen. Eigentlich müsste ich dann bei dem mal andocken und den sozusagen die Daten absammeln. Schnell, hat er irgendwie anderen Daten auch gesammelt? Nee, nicht wirklich. Du kannst mal den Scan hier stoppen. Ich glaube, Ressourcen haben wir jetzt genug abgemappt. Wir können das Ding in den höheren Orbit bewegen. Oder wir bewegen es zumindest zu... wie viel MS brauche ich denn rein theoretisch, um dich zurückzubewegen? Erdmanöver. Was ist, wenn ich hier Gas gebe? Dann schleudert sie ihn raus und dann versucht man ihn näher zu bringen. Das ist eine Idee. Das werden wir in Zukunft mal machen. Aber aktuell ist es nicht von Konzern. Jetzt sollte er auch länger durchhalten. Dann docken wir an das Ding mal an und holen die Daten zurück. Vielleicht können wir da so eine Capsule machen, dass wir das ganze Teil zurückholen. Das ist eine geile Idee. Das werden wir probieren. Das werden wir auf jeden Fall probieren. Das ist eine geile Idee. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo es endlich, muss man sagen, ja, es geht endlich Richtung Duna mit Personal. Also, bis dann. Ciao.